herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe hier beim Telestammtisch, eurem Audio-Podcast für gute Laune. Ha, weißt du Bescheid? Ihr wisst ja, wenn ich was mache, dann fahre ich quasi durch die Weltgeschichte und führe Interviews, vor allem mit Comic-Schaffenden. Und das ist jetzt irgendwie gerade gar nicht möglich, weil, ihr habt es vielleicht gemerkt, da draußen die ein oder andere Veranstaltung abgesagt worden ist. Jetzt ganz aktuell startet mal wieder der Comic Park in Erfurt. Da wünsche ich vor allem den Veranstaltern und Gästen da extrem viel Erfolg und Spaß auch bei der ganzen Sache. Das ist ja Open Air und ich freue mich total, dass es klappt. Aber es ist halt schon irgendwie auch eine Ausnahmesituation, dass wir letztlich kein Erlangen hatten, dass wir nichts in München haben, dass wir generell einfach die ganzen großen Veranstaltungen dieses Jahr erstmal nicht haben werden. Wir müssen mal gucken, ob wir im Winter dann doch in Stuttgart die Con haben werden. Wenn dem so sein sollte, bin ich auf jeden Fall da. Nun gut, sei es drum, auf jeden Fall gibt es dieses Jahr quasi keine live vor Ort geführten Interviews mit mir hier im Audio-Podcast. Was es allerdings gibt, sind noch Aufzeichnungen vom letzten Jahr. Denn, wie ihr vielleicht wisst, habe ich ja im letzten Jahr beim Comic-Festival in München die Gelegenheit gehabt, ganz viele Panels zu moderieren, jede Menge Interviews zu führen und hatte generell eine Menge Spaß. Da habe da wirklich auch ganz tolle Gespräche einfach geführt, viele tolle Bierchen getrunken und ich muss euch sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es gibt exakt ein Panel, das ich hier noch nicht im Podcast veröffentlicht hatte, und zwar das Gespräch mit dem lieben Marvil. Das ist ein Künstler, den brauche ich, glaube ich, nicht weiter vorstellen. Der ist bereits seit Jahren im Geschäft und auch ein sehr angesehener Künstler. Er hat zuletzt mit seiner Lucky Luke Hommage da auch wirklich ein ganz tolles quasi Produkt veröffentlicht, das mir einfach mega viel Spaß gemacht hat zu lesen. Und ich hatte hier die Gelegenheit, ihn in München in einem Künstlergespräch zu interviewen und das war ganz lustig. Wir hatten halt normalerweise da so eine Bühne stehen und auf der Bühne dann eben mit Mikrofon und so sitzt du da und führst du dieses Gespräch und ist im Regelfall auch ganz angenehm. Nur blöderweise war kurz vorher irgendwie der Beamer ausgefallen. Das heißt, wir mussten quasi in der Zeit, in der wir eigentlich unser Gespräch hatten, unser Künstlergespräch, musste dieser Beamer oder die ganze Technik da ausgetauscht werden. Das heißt, wir haben einfach mal um 180 Grad den ganzen Raum gedreht und haben uns letztlich hinten auf die Bänke gesetzt, die da so waren, und das ganze Publikum, das waren doch echt viele Leute, hat sich so um uns rum gesetzt. Wir saßen also alle eng beieinander. Das könnte man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja, und da haben wir dann quasi auch mit Mikro und so, weil die Audioanlage selbst funktionierte noch. Wir haben uns dann da hingesetzt und mal ein bisschen geplaudert. Und ich habe versucht, ein Gespräch zu führen, das sich jetzt nicht an den Standardfragen orientiert, wie man sie bei so einem Gespräch, bei einem Interview eher so vielleicht, sag ich mal so, ja, rausquetschen würde. Ich habe versucht, einfach so ein paar nette, flauschige Fragen zu stellen. Und ich glaube, in einem gewissen Rahmen ist mir das auch geglückt. Was leider nicht so ganz geglückt ist, ist die Aufnahme davon. Denn das Ganze ist relativ verrauscht auch angekommen und wir haben da ganz viele Störgeräusche vor allem auch. Das heißt, ich habe jetzt hier in dem Künstlergespräch, das ihr gleich im Anschluss hören werdet, bereits einiges geschnitten und gemutet. Ihr kriegt jetzt gleich ein Gespräch auf die Ohren. Das hat, glaube ich, knapp 20, 25 Minuten. Müssen wir mal genau gucken, wie lang das letztlich wird. Und ich kann euch sagen, das ist inhaltlich toll. Marvil ist ein ganz toller Typ, der ist mega interessant. Ich hatte unter anderem noch die Gelegenheit, mit dem mal Taxi zu fahren, weil wir in dem Institut Français, das in München gibt, da war dann seine Ausstellung. Die war, glaube ich, dann vorbei. Das war so eine Art Abschlussveranstaltung. Auch da durfte ich mitkommen, so eine Art Abmoderation für dieses, für diese Ausstellung machen und so. Und der Marvil ist ein interessanter Typ. Wenn ihr die Gelegenheit habt, den mal kennenzulernen, quatscht den mal an. Der ist natürlich Fahrradfahrer und der ist natürlich auch jemand, der Tischtennis spielt und hast du nicht gesehen, aber er ist einfach, da ist noch sehr viel mehr dahinter und das habe ich versucht auch in den Künstlergesprächen ein bisschen rauszukitzeln. Ich glaube, das ist mir gelungen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei in diesem Künstlergespräch, das ihr jetzt gleich im Anschluss hören werdet. Und zur Einstimmung habe ich vorab noch die Gelegenheit gehabt, mit den Kollegen von den Comic Cookies etwas zu plaudern, beziehungsweise die für mich plaudern zu lassen. Denn auch die Kollegen vom Audio-Podcast, die Comic Cookies, haben neu gestartet, nachdem Steffen quasi sein Amt niedergelegt hat und ja, letztlich auch der Legende da nicht mehr so die Zeit aktuell für hat, war es jetzt letztlich der Breedstorm, der noch übrig geblieben ist. Und der hat zusammen mit dem Patrick, dem Andy Preller von Das Alles und mir, wir vier haben uns jetzt quasi hingesetzt und die Comic Cookies Reloaded, wenn man so will, gestartet. Also einfach das Projekt übernommen. Und hier versuchen wir jetzt einmal im Monat eine, ja, Audio-Podcast für euch zu veröffentlichen. In den aktuellen beiden Ausgaben bin ich jetzt eher für die Technik zuständig, war also noch nicht am Mikro zu hören. Aber netterweise haben Andy, Patrick und Breedstorm sich für uns hingesetzt und mal so ein bisschen ihre Gedanken zu Marvil schweifen lassen und, wenn man so will, hier den ersten Teil dieses Podcasts für euch aufgezeichnet. Ihr hört jetzt also am besten selbst mal rein, wie sie Marvil so ein bisschen vorstellen, wie sie seine Werke kennen und finden, wie sie ihn kennengelernt haben, wie sie ihn generell einfach in der Comic-Szene einschätzen. Das sind vier, beziehungsweise ja drei jetzt in dem Fall, sehr eloquente Kollegen, die hier eben einen coolen Podcast jetzt am Start haben. Ist mir eine wahre Freude, jetzt ein ganz offizieller Cookie zu sein und da regelmäßig auch mit dabei zu sein. Und damit beginnen wir hier. Also nochmal kurz zusammengefasst, ihr habt jetzt die Gelegenheit, hier
erst einmal Patrick Breedstorm und Annie dabei zu lauschen, wie sie Marvel finden, was sie von dem halten und was sie dazu sagen haben. Und im Anschluss gibt es dann das Künstlergespräch mit Marvel, das ich im letzten Jahr in München mit ihm führen konnte. Ich habe große Hoffnung darauf, dass wir im nächsten Jahr irgendeine Option finden, das Comic Festival München wieder stattfinden zu lassen. Und ich würde mich doch sehr freuen, wenn es da Möglichkeiten gibt. Und um die Zeit zu überbrücken, fahrt ihr jetzt mal am besten alle kurzfristig nach Erfurt zum Comic Park und genießt dort die gute Laune, das tolle Wetter und vor allem die Comics. Ladies and Gentlemen, ich freue mich tierisch drauf, von euch in irgendeiner Form Feedback zu bekommen. Das könnt ihr immer wieder gern tun. Auf Facebook, Twitter, Instagram oder auch beim YouTube-Upload, den es von diesem Podcast gibt. Ihr könnt auch mal in den Blog gehen, den findet ihr unter tele-stammtisch.de. Da sind auch alle relevanten Links nochmal zu finden. Ihr könnt generell auch mal in die Shownotes gucken. Es gibt auf jeden Fall jede Menge Möglichkeiten, mit mir, mit uns quasi in Kontakt zu treten. Es würde mich sehr freuen, von euch zu hören, damit ich eben einfach mal rausbekomme, okay, was haltet ihr von Marvel? Vermisst ihr auch die Live-Veranstaltungen, die es inzwischen eben gerade nicht so wirklich gibt? Was lest ihr gerade für Comics? Das sind alles so Themen, die würde ich gerne mit euch besprechen und freue mich da schon tierisch drauf, von euch zu hören. Und wenn ihr noch ein bisschen Zeit mitbringt, dann könntet ihr vielleicht noch versuchen, mich zu bewerten, beziehungsweise den Tele-Stammtisch zu bewerten. Den gibt es ja in mehrfacher Ausführung. Nicht nur die Filmkritiken, die wir jede Woche en masse Filmkritiken rausballern, immer die aktuellen Kino- und Streaming-Starts, wirklich alle und nicht nur die Blockbuster. Nein, ihr könnt eben auch hier diesen Hobby-Podcast abonnieren. Das ist ein Podcast, der dreht sich allgemein schon um Hobbys aller Art, aber wir haben definitiv einen Comic-Schwerpunkt, einen Comic-Fokus in den letzten Monaten gesetzt. Und ja, da gab es eine Menge Interviews. Da könnt ihr einfach dann mal gucken, wie euch der Spaß gefällt und im besten Fall noch Bewertungen dalassen auf zum Beispiel Apple Podcast, Fit, Facebook, Google.de, Podcast.de und bei vielen weiteren Plattformen gibt es die Möglichkeit, Podcasts zu bewerten. Bitte, bitte macht das mal, auch beim Telestammtisch. Das würde mir wirklich sehr helfen, vielleicht noch in der ein oder anderen Aufmerksamkeitsfokus von anderen Leuten zu landen. Jo, ist mir eine wahre Freude. Ich wünsche euch viel Spaß. 7 Minuten Monolog, geile Scheiße. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo zusammen, wir sind die Comic Cookies. Der Andi hat uns gebeten, das Projekt mal kurz vorzustellen. Comic Cookies ist ein Podcast, der, wie der Name schon sagt, über Comics berichtet, seit 2012. Mein Name ist auch Andi, ich bin der Andi Preller. Ich bin noch neu hier in der Runde. Alt in der Runde, nicht altersmäßig, zumindest nicht älter als ich, aber was die Mitgliedschaft von den Comic Cookies angeht, ist der Breedstorm. Breedstorm ist auch mit dabei. Hallo. Breedstorm ist der verbleibende Urgründer des Comic Cookies Podcasts, der 2012 in der Besetzung von 3 Leuten begonnen hat. Jetzt aktuell noch mit dabei ist auch der Patrick. Hi. Wir sind jetzt momentan die Besetzung am Mikrofon. Wie gesagt, der Andi vom Telestammtisch ist auch noch mit dabei, der sich jetzt halt aktuell ein bisschen um die Technik kümmert, aber in Zukunft sicherlich auch am Mikrofon mit dabei sein wird. Comic Cookies, wie gesagt, ein Podcast, wir besprechen Comics. Wir haben jetzt gerade die zweite Folge in dieser Besetzung aufgenommen. Es gab da jetzt im Juli 2020 so einen kleinen Reboot der Besetzung und auch der Regelmäßigkeit der Aufnahmen. Wir versuchen einmal im Monat eine neue Folge zu veröffentlichen. Das aktuelle Konzept ist, wir sind 3 Leute an den Mikrofonen. Jeder bereitet 3 Comics vor, also individuell, nicht zusammen, sondern jeder liest Comics und entscheidet sich für 3, die er gerne vorstellen möchte. Da gehen wir dann so im Kreis rum und jeder sagt, was er mitgebracht hat und stellt die Comics dann entsprechend vor. Und wenn es sich ergibt und wenn es klappt, sprechen wir auch gerne über Sachen, die wir gemeinsam gelesen haben. Jetzt in der aktuellen Folge, die wir gerade aufgenommen haben, haben wir zum Beispiel die aktuelle Ausgabe von Mr. Kill, die bei PlemPlem erschienen ist, gemeinsam gelesen und gemeinsam besprochen. In der Ausgabe vom Juli, das war Comic Cookies 88, hatte der Breedstorm Black Hammer vorgestellt und es war ein Comic, den Patrick und ich auch gelesen hatten, deswegen konnten wir dazu auch was sagen. Also wir versuchen nicht nur Monologe zu führen, dass jeder so seine Comics vorstellt und auch kritisiert, also es sind jetzt nicht nur Lobeshymnen, sondern wir gehen auch kritisch mit den Comics um, sondern dass wir eben auch versuchen, ein bisschen Diskussionen auch daran dann auch zu führen, über zum einen die Comics, aber auch über bestimmte Aspekte. In Comic Cookies 88 habe ich mich relativ lang zum Beispiel über Lettering ausgelassen. Breedstorm, magst du mal kurz ein bisschen was sagen, so, weil du jetzt, wie gesagt, der verbleibende Ur-Cookie bist. Wie war so die Historie und wie kam es jetzt auch zu dieser, ja, zu diesem leichten Neustart der Comic Cookies? Ja, die Grundbesetzung war mit Steffen Liebschner und Sepp seinerzeit. Wir haben uns in einem wunderbaren Biergarten in Frankfurt entschlossen, vielleicht doch mal ein
Podcast zu machen, aus einer Bierlaune raus. Und ja, wie gesagt, jetzt sind wir schon einige Jahre dabei. In letzter Zeit war etwas die Luft raus. Der Steffen hat dann gesagt, möchte ich etwas da rausnehmen. Und ja, da war die Zeit, hat er das Staffelholz quasi übergeben. So könnte man das grob zusammenfassen. Aber ich denke, die meisten werden, wenn sie schon längere Zeit einen Telestammtisch gehört haben, zumindest schon mal die Chance gehabt haben, mit uns in Kontakt gekommen zu sein. Du warst ja schon dabei bei der ausgefallenen Erlangen-Episode. Der Patrick war regelmäßig dabei. Ich war auch schon im Telestammtisch. Also die meisten werden das kennen und wir sind natürlich sehr stark vernetzt. Es liegt natürlich daran, dass der Tele-Andi auch ungemein umtriebig ist, was das ganze Thema betrifft. Also ja, also wir sind gespannt und ich denke, es wird einige Crossover vielleicht auch geben. Ich glaube, wir sind relativ breit aufgestellt, was so den Comic-Geschmack angeht. Also wir sind nicht monothematisch, es ist kein reiner Superhelden-Podcast oder reiner Indie-Podcast oder reiner deutsche Comics-Podcast, sondern ich glaube, wir haben alle eine recht breites Interesse in der Comic-Landschaft, aber jeder hat natürlich auch so ein bisschen seine Spezialfelder und versuchen dann eben auch in den einzelnen Folgen da ein möglichst breites Spektrum auch abzubilden. Also wir haben zum Beispiel in die erste Folge, die wir in dieser Besetzung aufgenommen haben, war eben die Folge 88. Der Breedstorm hatte da vorgestellt die Geschichte des Marvel-Universums, dann den deutschen Comic Gevatter und eben Black Hammer. Patrick hatte vorgestellt Quality Land, dann am liebsten mag ich Monster und Batman, der Fluch des Weißen Ritters. Und ich hatte vorgestellt Black Science, Low und der Umfall. Also ich glaube, da kann für jeden was dabei sein, der sich für Comics interessiert. Wer sich jetzt nur für Superhelden interessiert, wird jetzt nicht nur Superhelden bei uns kriegen, aber es sind auch mal Superhelden mit dabei, aber auch Manga, auch deutsche Sachen, Indie-Sachen, alles, was uns gerade so über den Weg kommt. Patrick, was sind so deine Einflüsse, die du bisher so bei den Comic-Cookies mit einfließen lässt, würdest du sagen? Ich bin halt tatsächlich auch immer wieder mal eingesprungen, wenn es zum Beispiel Jurek Malotke und Kai Meier interviewt wurden. Steffen ist nicht ganz so horrorbegeistert, deswegen musste ich dann teilweise mit meinem Horrorwissen da aushelfen. Und ja, ich bin eben auch einer, der interessiert sich sehr für Filme, für Comics. Also ich wechsle auch die Medien ganz gern mal durch, aber oft ist es Comic beeinflusst und ich bin tatsächlich im besten Sinne reingestolpert. Steffen hat mich angestachelt, dass ich mit Roy Patrick rede und ja, danach hatte ich so Spaß und Blut geleckt, dass ich dann auch beim Telestammtisch Andi mit in den Podcast reingestolpert bin und mein Hobby ist dann noch so ein bisschen ausführlicher thematisieren konnte. Seitdem. Wir sind also auch schon langjährig Podcaster. Ich mache seit 2012 den Podcast Das Alles mit meinem lieben Freund Dirk, wo wir auch immer mal wieder über Comics sprechen, aber es ist kein reiner Comic-Podcast, weil Dirk nicht so Comic interessiert ist, aber ich auch immer mal wieder einen Comic-Fokus mache oder auch Interviews und so. Und so habe ich auch die Comic-Cookies mit kennengelernt. Wir haben uns da 2014 beim Comic-Song in Erlangen das erste Mal getroffen und sind dann da auch in Kontakt geblieben. Und als es jetzt darum ging, die Comic-Cookies so ein bisschen neu zu starten, haben die alte Besetzung eben rumgefragt bei Leuten, die sie kannten, mit denen sie in der Comic-Szene auch schon Kontakt hatten und auch in der Comic-Podcast-Szene schon Kontakt hatten, von denen sie dachten, die hätten vielleicht Bock, da mitzumachen. Da kam die Frage eben auch an mich und so bin ich da jetzt auch mit reingerutscht. Und wie gesagt, das ist das starke Vorhaben, jetzt halt erstmal diese Grundbesetzung so beizubehalten, eben aus diesen vier Leuten, den zwei Andis, Patrick und Breedstorm, und dass immer drei zumindest von uns in einer Folge insgesamt 9 Comics vorstellen und dass wir monatlich auch veröffentlichen. Also wie gesagt, je nachdem, wann der Tele-Andi jetzt diese aktuelle Folge veröffentlicht, also Comic Cookies 88 ist auf jeden Fall schon raus, da könnt ihr uns in dieser Besetzung schon hören, und Comic Cookies 89 haben wir jetzt gerade aufgenommen, also ist jetzt vielleicht auch gerade schon erschienen oder kommt jetzt dann bald. Wir wissen ja, dass er ein Interview mit Marvel hat, genau. Und da wollten wir noch ein bisschen was zu sagen. Was hast du denn schon von Marvel gelesen? Also ich habe Patrick. Sehr gut gemacht, Herr Breedstorm. Also Patrick, wie ist denn deine Geschichte mit Marvel? Ich habe Marvel bei einer der Signierstunden im T3 schon sehen dürfen. Da hat er Lucky Luke sattelt um, signiert
Und ich habe in dem Zug natürlich auch dann sein Kinderland gelesen. Den habe ich hier auch schon mal grob umrissen bei einer der Folgen der Comic-Cookies. Also damals, als diese Kinderland-Ausgabe in der preislichen 10-Euro-Ausgabe erschien, da hatte ich dann zum ersten Mal Kontakt mit Marvels Comics. Und ich bin recht angetan auch von seinem Lucky Luke-Comic. Ich habe Marvel das erste Mal gelesen, glaube ich, mit seinem ersten Comic. Wir können ja Freunde bleiben. Marvel ist auch so, der ist auch so meine und Breedstorms Generation. Ich glaube, der ist auch unser Jahrgang, ziemlich genau. Ja. Und das ist so ein deutscher Comiczeichnerjahrgang, wo ich das Gefühl hatte, wo so ein Umbruch stattgefunden hat im deutschen Comic mit Naomi Fern, Marvel, Reinhard Kleist war so zu der Zeit auch, der ein paar Jahre älter ist, und der Flix, der auch dieser Jahrgang ist, kann ich sagen, Jahrgang 76. Also ich glaube Naomi Fern, Flix, Marvel, ich glaube, das sind alles 76er. Und dann gibt es noch ein paar andere Leute, die da auch so ungefähr so die Mid-70er sind. Und ich hatte damals den Eindruck, dass da im deutschen Comic was passiert, was für mich persönlich zumindest wieder richtig spannend geworden ist, wo ich nach längerer Zeit mal wieder vermehrt auch deutsche Comics gelesen habe. Und wir können ja Freunde bleiben, war einer dieser Comics davon, der auch als Hochschulabschlussarbeit entstanden ist, von dem ich sofort sehr begeistert war. Ich mag Marvels Stil sehr gerne, ich mochte die Geschichte sehr gerne und von da ab dann eben auch ja mitverfolgt habe, was dann weiter an Comics von ihm gekommen ist. Als dann der nächste längere Band von ihm rausgekommen ist, die Band, war dann hier in Nürnberg bei Ultra Comics zur Signierstunde. Da war ich dann auch dort, da habe ich ihn das erste Mal dann auch persönlich getroffen und habe mir damals dann gedacht, naja, der ganze Comic ist ja so die Band, und auch die ganze Promo für eine Signiertour war auch so ein bisschen so wie quasi so Band auf Tour ein bisschen aufgezogen. Und da habe ich mir gedacht, naja, wenn eine Band auf Tour ist, was passiert dann? Die lokalen Bands kommen dann und drücken den Demos in die Hand. Und da habe ich ihm damals eine Demo-CD von meiner damaligen Band in die Hand gedrückt. Und da haben wir dann... Die Tornado-Elfen. Ja, genau, es waren die Tornado-Elfen, ja. Und da haben wir dann tatsächlich im Nachgang irgendwie auch hin und wieder mal eine E-Mail hin und her geschickt. Und wenn er dann beim Comic-Salon auch da war, wenn ich gesagt habe, Tornado-Elfen, hat er sich auch sofort wieder dran erinnert. Also er mochte die dann tatsächlich auch und hat die auch immer mal wieder angehört. Also da hatten wir so ein bisschen Kontakt. Und ich habe dann auch als wir dann den Podcast gestartet haben mit Das Alles, habe ich ihn dann noch mal im Podcast gehabt in dem Jahr, gerade als Kinderland dann auch rauskam. Also Kinderland habe ich dann natürlich dann auch gelesen. Der Lucky Luke, den habe ich jetzt tatsächlich noch nicht gelesen. Der kam letztes Jahr raus, als ich gerade auf Weltreise war. Deswegen, den habe ich mir jetzt noch nicht geholt. Steht aber noch aus. Also ich bin großer Fan. Also er als Typ finde ich sehr sympathisch. Also ist immer auf Panels oder wenn man eben auch so selber auf ihn trifft und mit ihm spricht, also ein sehr sympathischer Typ. Und seine Comics empfehle ich auch immer gerne. Auch Comic-Neueinsteiger, also auch die allererste Folge, Das Alles, die wir 2012 aufgenommen haben, hatte zum Thema, dass ich da zum einen, wir können ja Freunde bleiben, und auch von Flix noch Mädchen vorgestellt habe. Also das sind so Standard-Comics, die ich Leuten in die Hand drücke, die nicht zwingend regelmäßige Comic-Leser sind, aber Interesse dran haben, mal was zu lesen oder mal Interesse haben, einen deutschen Comic zu lesen. Wir können ja Freunde bleiben, für mich so ein Standardwerk eigentlich. Breedstorm, deine Marvel-Geschichte? Ja, also hast es genau perfekt erklärt mit der neuen Generation, die eine Zeit lang aufkam. Da würde ich jetzt noch Sascha Hommer zu mit in die Reihe stellen oder in Arne Belsdorf, die in dieselbe Richtung gegangen sind. Aber mir hat Marvel tatsächlich von allen am besten gefallen durch seine hauptsächlich durch seine realistischeren Sachen, also die auch so ein bisschen autobiografischen Bezug hatten, die Band und sowas, das sind ja alles Sachen, die ganz klar auf ihn auch als Person selber abziehen. Er ist dabei so ein bisschen Woody Allen-mäßig unterwegs, ein bisschen neurotisch die ganze Zeit. Es geht sehr oft auch um die Liebe, um die Frauen, wo er nicht immer sehr erfolgreich mit ist, und das macht einfach Spaß zu lesen.
Er hat natürlich vorher oder beiher auch noch solche, immer mit diesen Hasen rausgebracht, der ja auch so ein bisschen sein alter Ego ist, also Berghasi und verschiedene andere, Meisterlampe, was wie gesagt eine andere Version von ihm selber ist, aber ich mochte die etwas realistischer sind, dann doch lieber. Und Kinderland war dann natürlich der Höhepunkt, wenn es dann ganz autobiografisch wird halt mit, er ist natürlich in der DDR groß geworden, was wir beide jetzt nicht sind, trotzdem war es natürlich interessant, das zu sehen, wie das da halt auch war. Und das hat er wirklich sehr gut dargestellt. Ja, den Lucky Luke Band habe ich hier noch vom Steffen stehen. Der hat mir auch sehr gut gefallen, obwohl er komplett anders war, als wir Lucky Luke sonst kennen. Ja, das Thema Fahrrad hat er sehr mit in den Band eingebaut, was mir auch sehr gut gefallen hat. Also ich bin sehr positiv von ihm beeinflusst in meinem Leseverhalten halt auch. Also durch ihn bin ich wahrscheinlich auch dann tatsächlich auf Sascha Hommer gekommen, habe dann angefangen Orang zu lesen und ähnliche Sachen. Also dass die ganze deutsche Riege ist quasi durch ihn an mich rangekommen. Ich glaube, das hat vielleicht ein bisschen so ein Eindruck jetzt gegeben, was Comic-Cookies ist, was wir bei Comic-Cookies machen. Also für die Hörer dieser Folge, die Interesse haben, guckt einfach bei den Comic-Cookies mal vorbei. Und wie gesagt, in Zukunft werdet ihr sicherlich auch die Stimme vom Telestammtisch Andi dann mal wieder hören. Für heute erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht meldet ihr euch dann mal auch bei uns, wenn ihr reingehört habt. Und ja, viel Spaß und bis hoffentlich bald mal. Ciao. Tschö. Bis dann. Hallo und herzlich willkommen zum Künstlergespräch mit Andi. Guten Tag. Mein Name ist Andreas Brill, ich bin Host und Produzent von dem Audio-Podcast Telestammtisch und darf hier einige Sachen moderieren und habe heute eben auch die Ehre, hier den Marvel bei uns, bei diesem Stammtisch ja letztlich, bei diesem Künstlergespräch zu begrüßen. Herzlich willkommen. Unser Gespräch hier soll ganz angenehm und nett werden. Im Programm steht drin, das hat so ein bisschen quasi biografische Inhalte und das ist tatsächlich auch so der Ansatz. Wir haben aber auch den Versuch, den wir starten wollen, hier kein Interview zu führen, das man in genau der Form jetzt die letzten Monate sehr häufig gesehen hat. Wir haben einiges von dir an Interviews mitbekommen und ich versuche auch nicht die Fragen zu stellen, die man sich auch beantworten kann, wenn man den Wikipedia-Artikel liest. Ich möchte dich kurz vorstellen, denn so viel kann man ja bei einem biografischen Gespräch schon mal machen. Du bist 1976 in Ostberlin geboren und katholisch aufgewachsen, habe ich auch gelernt. Ja, du hast vor allem Grafikdesign studiert und bist in den letzten Jahren mit vielen tollen Werken aufgefallen. Hast diverse Werke, auf die wir natürlich auch zu sprechen kommen werden, herausgebracht beim Reprodukt Verlag und ganz aktuell natürlich auch bei Egmont. Auf die ruhig. Das ist richtig. Ja, okay, da haben wir die Sache nicht abgehakt, du musst sie nicht selbst erzählen. Ja, vielleicht sollten wir aber doch mal mit genau diesen Werken anfangen, die du uns hier heute präsentierst, beziehungsweise auch mitgemacht hast und die du auch signierst, gleich im Anschluss manchmal. Genau, ja. Um 12 Uhr bei Egmont und ich glaube heute Abend nochmal auf der Bühne und es wird noch eine Lesung heute Nachmittag geben zu dem Kinderlandbuch. Von beiden Personen, genau. Also Kinderland, ein Werk, das ja unter anderem auch 2014 mit dem Max-und-Moritz-Preis ausgezeichnet worden ist. Gibt es jetzt eben auch diesen Reprint? Warum gibt es den eigentlich? Weil das Buch schön und gut und teurer und letztes Jahr verkauft hat, aber ich selber privat persönlich mir fast nie ein Buch für 29 Euro kaufe und sozusagen die meisten Leute haben es jetzt schon, aber für alle, die bisher noch so rumgeschlichen sind, was ich total nachvollziehen kann, gibt es jetzt sozusagen dieses Buch für 9,95 Euro und man hat so ein bisschen beim Lesen, das ist so ein Feeling wie früher zu Kinderzeiten, das war so lustig in Taschen. Also, 300 Seiten für einen Deutschlandabend. Und ich freue mich, also es ist ein bisschen schwerer zu lesen, in der Mitte rutschen die Seiten ein bisschen eng zusammen und so. Der Druck ist manchmal auch so ein bisschen räudig, wie es halt früher dazu gehörte, aber das ist trotzdem so ein schönes Westentaschen-Comic-Gefühl, was man sich so bei der Bahnfahrt in die Aktentasche stecken kann. Das ist auch schön handlich, genau so ein bisschen, man kann sagen, Manga-Größe, die haben ja auch ein ähnliches Format, ne? Nur irgendwie andere Leserichtung. Ja, ganz genau. Und das wird hier eben auch signiert, das kann man ja auch erwerben. Und da verarbeitest du so, das kann man ja durchaus sagen, und das ist auch der Inhalt von vielen der Interviews gewesen, auch ein Teil deiner Geschichte und vor allem eben auch so ein bisschen Aufwachsen zu DDR-Zeiten und eben auch dieses quasi Wegbrechen von der Kindheit beziehungsweise eben diesem Land, in dem man gewohnt hat, in dem noch einiges auch quasi vor sich geht. War es dein Wunsch, da biografische Inhalte zu erzählen oder wolltest du einfach eine Geschichte mit diesen Ansätzen erzählen? Was war so das Ziel von Kinderland?
ich mir vorher immer, also vor dem Buch gibt es ja noch 5 andere Bücher und die waren halt entweder ganz autobiografisch, also richtige Geschichten, die wirklich 1:1 so passiert sind, oder halt fiktive Geschichten mit diesem Hasen, also einfach ausgedachte Sachen. Und sozusagen meine eigene Kindheit im Osten war jetzt wirklich nicht so spannend wie das Buch. Jetzt, ich habe selber nur zu Hause gesessen und gezeichnet, wie so richtiger Nordteil. Und Dirk vom Verlag meinte halt, mach doch mal so ein Buch über DDR, weil wegen dem Jubiläum vom Mauerfall, das könnte sich bestimmt ganz gut verkaufen oder Interesse wecken, sagen wir mal so. Und ich hatte aber ein bisschen Schiss davor, weil die DDR ist für viele Menschen schon ein ernstes Thema. Also ich habe es nur als Kind erlebt, für mich war das Timing perfekt. Also ich habe die Kindheit in diesem blühenden altmodischen Land verbracht, sozusagen, wie aber alle Kindheiten ja sozusagen von den Eltern behütet und bestimmt werden. Also du entscheidest einfach nicht selber, wo du hingehst, was du machst, was du anziehst oder so. Und dann genau zu dem Zeitpunkt, wo man sozusagen, wo ein dieses Land zu eng geworden wäre, genau da fliegt die Mauer. Deswegen konnte ich das Land auch nur aus der Kindheit erzählen. Also für alle anderen Leute, die älter sind, die hätten dann bestimmt noch ein paar mehr Themen zu erzählen. Ihr habt ja auch mehr unter dem Land gelitten und so. Und ich habe sozusagen diese ernsten Themen, die tauchen so am Rande auf, so die Erwachsenen unterhalten sich, aber das kommt bei den Hauptfiguren noch nicht so richtig an. Die leben halt so, die sind halt genauso alt, wie ich damals war, und ich konnte es einfach nur aus der Sicht dieser kleinen Kinder erzählen, weil ich finde, wenn man eine Geschichte richtig, wenn man wirklich so hier eintauchen will, dann muss man das selber schon irgendwie erlebt haben. Mhm. Dieses, ich sag, nenn es mal Ost-Ding, also quasi diese Reduzierung letztlich auch auf deinen Geburtsort, also wo du herkommst, und eben auch diese inhaltliche Reduzierung, die in vielen Interviews einfach stattfindet, und bin ich auch ein bisschen überrascht halt letztlich. Ja, das ist häufig diese Reduzierung auf dieses Ost-Ding. Wie sehr ist das denn auch ein Label, so ein bisschen so eine Bürde, die da auf dir liegt? Weil wenn du immer wieder auch darauf reduziert wirst, ist ein wichtiger Teil von in diesen Interviews. Ganz lustig an der Stelle zum Beispiel auch das Interview, das mit dir beim Kika geführt worden ist, kann ich sehr empfehlen. Das ist eine sehr sympathische Sache, findet man eben auch auf YouTube. Und am Ende dann auch eine Triola geschenkt kriegst von der Dame. Ganz lustig. Also wie sehr ist das ein Label und vielleicht auch eine Bürde, häufig mit diesem Thema assoziiert zu werden? Ich habe ja sonst nichts so Spannendes erlebt in meinem Leben. Ich habe mit Comics gemacht, und aber was man im Lebenslauf entscheiden kann, sozusagen nach der Wende, konnte er zum ersten Mal in einen Copyshop gehen und die Fanzines halt irgendwie die eigenen Comics. Also das heißt, ich habe dafür nichts zu beigetragen, außer jetzt natürlich die Sachen, die jetzt meinem Lebenslauf dazugehört. Und wenn du halt eingeladen wirst vom Goethe-Institut oder irgendwo jetzt war ich gerade am Weinkassel in ihrem Kunst und so, wenn du da was erzählen sollst oder dein Leben, dann erzählst du natürlich auch vom Aufwand mit. Das war halt auch ganz spannend einfach. Und das interessiert dann die ausländischen Leser und auch die Touristen. Wir machen jetzt gerade nochmal eine englischsprachige Ausgabe von dem Kinderland, weil es natürlich auch noch einige Leute gibt, die davon was erfahren, so toll sind. Da machen wir jetzt zum ersten Mal auch hinten dran noch 8 Seiten, so ein Glossar, wo sozusagen einige DDR-Begriffe, die man nicht versteht, sozusagen immer erklärt werden. Das war ja das Buch, weil ursprünglich war es ja nur so gedacht, ich dachte, ich mache das für meine Generation von Leuten in meinem Alter, dass man so mal so ein bisschen so ein paar Sachen abfangen kann, wo man dann sozusagen lesen kann. Ja, stimmt, das war bei mir ganz genauso, wir hatten auch diese Tonshow und so. Aber jetzt hat es halt ausgestellt, dass es viele Leute auch gekauft haben oder viele Kinder sozusagen. Dass sie sozusagen dadurch gezwungen sind, ihren Kindern mal Sachen zu erklären, oder dass das Leute für ihre Eltern gekauft haben. Und ich habe schon bewusst so gezeichnet, dass es relativ leicht zu lesen ist, dass es jetzt ein relativ klassischer Seitenaufbau und relativ. Also ich mit dem Anspruch, dass das auch meine Eltern lesen können. Können Sie das zum Beispiel auch im Geschichtsunterricht vorstellen, an Schulen? Könnte ich mir gerne vorstellen, das muss natürlich noch ein bisschen aufbereitet werden, da muss die Lehrer noch ein paar Sachen immer erklären. Also ich hatte. Als es mit dem Buch damals losging, hatte ich viele Lesungen und wusste dann auch so nach ein paar Wochen, okay, welche Stellen funktionieren gut, an welchen Stellen gibt es ganz Lacher. Und dann war ich eingeladen zu einer Leserei an einer Schule im Saarland und hatte dann in der ersten Klasse dann den Vortrag und war total irritiert, weil die natürlich gar nicht an den Stellen gelacht haben, weil die natürlich die ganzen Sachen gar nicht wussten. Und dann habe ich erstmal so gemerkt, dass ich diesen Vortrag total umbauen muss, eher sozusagen so Geschichtsorgel erzählen muss, also der einzelnen Szenen kurz innehalten und dann die Sachen erklären, die da dahinter stehen. Und von einer Schülerin kam die Frage, ob ich Adolf Hitler noch getroffen hätte. Und dann fiel mir erstmal auf, wie weit das weg ist für die Kinder. Also zumindest wussten die, dass es irgendwie einen Zusammenhang gibt mit Weltkrieg und Teilung und sowas. Das war schon mal ganz gut. Okay. Was ist von der englischsprachigen Version gesprochen? Erscheint ja auch ein Buch. Die erscheint auch bei dem Buch. Wir haben ganz lange nach einem englischsprachigen Verlag gefunden und kein Buch gefunden und haben es dann einfach gesagt, da machen wir es einfach selber. Also, es gibt, glaube ich, in Berlin genügend Touristenleben, wo man das vielleicht, oder Museumsshops, wo man das loskriegen kann, und bestimmt ist es auch irgendein englischsprachiger Vertrieb.
Ja, vielen Dank. Also auf jeden Fall, die Bücher gehen hier rum. Die müssen ja auch wieder, brauchen die auch wieder. Ne? Also ist ja eins sehe ich noch. Ich weiß nicht, wo das zweite ist. Schon mal da hinten. Okay. Also müssen wir den Blick behalten. Die sind nur geliehen. Genau, das ist Kinderland. Dann haben wir natürlich noch ein weiteres Werk, das ganz aktuell sehr viel Aufmerksamkeit bekommt. Beides ein Hommageband, der zur Figur Lucky Luke geworden ist. Wahrscheinlich ganz aktuell haben wir hier auch stehen, können wir gerne auch Blätter. Und das ist ja eine Figur, da muss man sich sicherlich eine ganze Menge Vorlagen auch halten. Du kannst mit Lucky Luke ja vermutlich nicht einfach alles so machen. Ich denke, es gibt da gewisse Grenzen und auch Vorgaben wie Auflagen vom Verlag. Gab es diese und wenn ja, wie sahen diese aus? Für den Verlag gab es eigentlich keine großen Vorgaben. Es sollte natürlich in der üblichen Lucky-Luke-Welt spielen, so steht es auch im Vertrag drin. Aber natürlich logisch, dass er nicht anfangen darf zu rauchen und so. Und ansonsten war es aber völlig frei. Also, das sind jetzt auch wieder dieselben Farben. Ja, okay. Das wäre versprochen, ganz neue Fragen zu stellen. Das ist die Anfangsphase, kann ich machen werden. Also ich habe einmal nochmal nachgefragt. Also sozusagen, ich hatte, es war die Idee für das Buch kam von dem deutschsprachigen Verlag, der die Lucky Luke hier in Deutschland rausbringt. Und es war aber ein Vertrag zwischen uns beiden und noch dem Lucky Comics, das ist dieser Verlag oder diese Firma, die in Frankreich, glaube ich, sitzt und sozusagen die Rechte verwaltet. Also sozusagen die Rechte an der Hand besitzt. Ich glaube, da ist die Witwe von Lawrence mit drin, also die sozusagen vergeht diese Lizenz, die ganze Welt, dass dann unter dem Label halt Sachen produziert werden dürfen und kassieren dafür natürlich auch ein bisschen Taschengeld mit ein. Und mit denen hatte ich halt auch zu tun und sozusagen habe ich mich einmal gefragt, ob ich die Figur mit drei Fingern malen darf, weil einmal die Figur möchte ich immer mit drei Fingern malen und das war kein Problem und ansonsten gab es. Ganz am Schluss mussten wir noch drei Sprechblasen mit Schimpfwörtern entschärfen, weil es halt doch ein Comic sein soll für die ganze Familie. Also, danke. Auch wenn das Standardfrage war, dass du es trotzdem beantwortet hast. Dann ist es ja auch vor allem ein Hommageband. Und vielleicht für Menschen, die sich da jetzt sag ich mal, mit der Reihe und der Figur nicht so sehr auskennen, diese Standardfrage muss ich dann auch noch stellen. Was bedeutet denn genau Hommageband? Wie ist es einzuordnen auch in der Gesamtreihe? Das war, glaube ich, bei Lucky Luke gar nicht so groß geplant, wie es jetzt bei Scoot zum Beispiel der Fall ist, wo es sehr viele Hommagebände gibt, was ich auch super finde. Bei Lucky Luke gab es halt damals zum 75. glaube ich, Geburtstag vor ein paar Jahren, da gab es sozusagen die ersten beiden Bände von Bonn und von Bouzard. Der eine hat es ein bisschen sehr, sehr ernst gemacht und der andere so ein bisschen sehr klamaukig, also die man so ein bisschen eine neue Version ausprobiert haben. Ich weiß noch, wie ich die erste Seite von Bonhomme im Angoulême in so einem Museum gesehen habe, das sah schon sehr geil aus mit diesem Schwarz-Weiß-Schatten und so. Und hat auf jeden Fall Spaß gemacht, sowas zu lesen. Und ich habe halt angefangen, die Figur so zu zeichnen, wie sie halt, dass sie möglichst nah an dem Original aussieht. Und habe halt gemerkt, dass es ziemlich schwer ist, obwohl es halt eigentlich eine relativ einfache Figur ist. Und ich dann aber irgendwann wieder darauf besinnt, es soll ja eine Hommage sein, also ich darf und soll den ja so malen, wie ich mich selber damit wohlfühle. Und ich habe es dann letztendlich einfach versucht, Lucky Luke so zu machen, so wie ich sie früher in meiner Kindheit am liebsten gelesen habe von Morris und Rossini. Und auch eben deinen persönlichen, ganz individuellen Grafikstil, den natürlich auch umsetzt, was mir persönlich sehr gut gefallen hat. Was mir aufgefallen ist, als ich nämlich hier war, ich habe das Lucky Luke Sattel drum, was man eben jetzt hier auch erwerben kann, privat als Softcover gekauft. Und das ist vielleicht eine Frage, die du nicht jeden Tag kriegst. Wir haben das Ganze hier eben auch als Hardcover vorliegen. Wir haben auch eine wunderschöne große Version, die man ja auch erwerben kann. In der Comic Collection ist noch eingeschweißt, deswegen reichen wir die jetzt mal nicht rum. Was gefällt dir denn am liebsten? Was findest du vielleicht von der Umsetzung am angenehmsten, auch im Lesefluss, was hast du denn selbst privat in der Hand? Also ich finde schon, also ich finde es völlig okay, wenn jemand bei der Signierstunde halt sich das 50-Euro-Buch kauft und da ist dann vielleicht die Signatur ein bisschen größer, als wenn jemand mit dem 8-Euro-Softcover ankommt. Aber ich finde es, also ich signiere genau gerne in die Softcover rein, weil ich hätte mir damals auch über so ein Softcover-Heft geholt. Ich glaube, die meisten Leute haben auch diese private Sammlung in so zerfletterten, allen verglichenen Softcover-Heften noch vom Delta-Verlag wahrscheinlich. Also eben gar zu ständig jedenfalls. Also, ja. Okay, sehr gut. Ja, und wenn man sich ein bisschen beliest, dann kriegt man auch raus, es steht zumindest hinten drin in dem Lucky Luke, dass du als kleiner Junge auch das schon abgepauscht hast und dass du da eben auch Lucky Luke-Fan bist. Pause habe ich nicht. Also das ist nachgezeichnet. Nachgezeichnet, okay. Durch Pause meint das man sozusagen ein Fenster, also wenn ich das Papier oben drüber. Das ist natürlich möglich. Ja, und es gibt dann eben auch ein sehr schönes Zitat von deinen Eltern, das man eben auch nachlesen kann. Die haben wohl gesagt, der Junge kann halt zeichnen, das muss er auch studieren. Und genau das hast du dann gemacht, Grafikdesign eben auch studiert. Und kann man alles auf der Wikipedia nachlesen. Du wolltest nicht Wikipedia. Bitte? Ich denke, du wolltest nicht Wikipedia. Aber das Zitat fand ich so gut.
Da ging es darum, sozusagen, dass ich halt ewig nicht wusste, was ich halt als Beruf machen soll. Ich habe ja damals mir jetzt nicht träumen lassen, dass ich sozusagen noch kurz mal leben kann. Und dachte halt, ich lerne irgendwas Grafisches, ich muss in die Werbung gehen und darf nebenbei dann halt in meiner Freizeit vielleicht noch was zeigen. In diesem Zusammenhang war halt sozusagen, und es fiel dann schon ein für mich als Kunsthochschule, erstmal da sozusagen. In der Kunsthochschule, da ging es dann eigentlich erst richtig los, weil man dann auch mal die Chance hatte, ein ganzes Album zu machen, weil du sozusagen an der Kunsthochschule jetzt nicht so viel festen Lehrstoff hast, sondern auch viele eigene Projekte sozusagen hier vorne da. Das heißt dann halt, okay, im nächsten Semester sucht ihr euch ein freies Projekt, sucht euch selber am Ende der Aufgabe, sucht euch einen Prof, der euch betreut, und dann hast du halt halbes Jahr Zeit und triffst dich jede Woche mit einem Prof, den du dir ausgesucht hast, der im Idealfall auch jetzt komplett nicht abgeneigt ist, bringst dann natürlich, hast halt viele kleine Deadlines, bringst jede Woche 3, 4, 5 neue Seiten mit, dann hast dann halt, die du auch durchsprichst, die du auch durchdiskutierst sozusagen, bis dann beide Seiten zufrieden sind, und dann hast du halt nach einem halben Jahr halt mal einen Graphic Novel und nicht nur so ein Fancy mit Kurzgeschichte. Danke, dass du es ansprichst. Ein Thema, das ich tatsächlich auf dem Schirm hatte, und zwar der Begriff Graphic Novel. Ich wollte ihn einfach, weil ich das wichtig finde, durchaus mal ansprechen. Das ist nämlich ein Begriff, der bei unterschiedlichen Leuten unterschiedlich ankommt. Der ein oder andere, vor allem aus Künstlersicht, fühlt sich durch den Begriff Graphic Novel unter Umständen irgendwie ausgegrenzt. Andere haben davon sehr profitiert, weil er wirklich sehr erfolgreich inzwischen auch im Markt etabliert ist. Viele Verlage bezeichnen sich selbst ja auch Graphic Novel Verlage. Viele Künstler haben davon auch viele Vorteile von diesem Begriff. Wie bezeichnest du das? Wie betrachtest du diesen Begriff Graphic Novel? Ist ja vielleicht was Abgehobenes? Oder ist er einfach nur ein guter Marketingbegriff? Es ist einfach nur so ein Marketingbegriff. Man sollte sich jetzt davon weder verarschen noch jetzt abschrecken lassen. Also wir hatten aber tatsächlich früher auf den Buchmessen das erlebt. Also wir waren früher mit dem Betreten auf den Buchmessen halt in den Comic-Bereichen, die auch super waren, wo man dann natürlich sehr viel Action war und sehr viel Bund und sehr viel Bühne und sehr viel Manga-Musik, wo sich dann ältere Leser nicht eingetraut haben. Wir sind dann umgezogen in den Verlag, in den Bereich, wie die ganzen jungen Buchverlage sind. Und standen da sozusagen als einziger Comic-Verlag, aber da kam halt tatsächlich Leute an, die gemeint haben, ja, die lesen ja keine Comics, aber eben Graphic Novels finde ich super. Ist ein bisschen bescheuert, aber wenn du solche Leute damit immer reichst, dann darf man es von mir so als Graphic Novel verkaufen. Also mir ist nur wichtig, dass jetzt auf dem Buch kein Stempel drauf ist, Graphic Novel. Also dass man das Buch in irgendeinem Flyer mit dem Begriff Graphic Novel bewirbt, habe ich kein Problem mit, aber ich meine, jetzt spätestens bei dem Lucky Luke finde ich es halt sehr beruhigend, dass man einfach mal einen Comic macht und jetzt. Der einfach mal ein Comic ist und nicht anders sein will, sonst muss man halt immer so ein bisschen erklären, was man da jetzt macht. Wenn jetzt jemand fragt, was machst du gerade, Lucky Luke, ist erstmal, warum man jetzt nicht immer erklären muss, dass ich mache das auch ein Buch, das soll man einfach, das ist halt ein Comic und der ist ein Comic. Du bist ja dann häufig bei Experten, die dir Fragen stellen, sitzt dann in Interviews von Leuten, die natürlich Comics lesen, aber bei Veranstaltungen, gerade größerer Form, und ihr habt nun wirklich sicherlich auch viel PR gehabt für Lucky Luke, da sitzen ja eben auch Leute, die eben nur, sag ich mal, in diesem Spektrum unterwegs sind, der franco-belgischen Comics, die natürlich vielleicht nur Lucky Luke und Co. gelesen haben. Wie viel musst du dann auch so ein bisschen die Comicwelt erklären, sagen, was es eben noch gibt, und dass Comics insbesondere eben nicht nur lustige Sachen für Kinder sind? Das ist ja gerade bei Lucky Luke ganz geil, dass man nicht erklären muss, sondern sich einfach sagen kann, ich habe ja einen Comic gemacht, der ist ein Comic und der ist witzig und der ist in dem Fall nicht ernst, der ist jetzt nicht viel Tiefgang in seiner Seite oder Haltung, und das ist mal sehr angenehm, einfach mal sowas zu besprechen. Also nicht immer diesen Call rausholen zu müssen, ja, man kann aber auch so, wie jetzt der Eröffnungsrede hier von der digitalen Frau, die dann halt nochmal auf Maus von Arzt Wingemann zurückgreifen muss, weil das halt immer so als Argument rausgeholt wird, ja, man kann auch anders und so, und das wissen wir ja alle, das muss man auch nicht mehr erklären, weil ich kann sehr entspannt einfach mal genug. Habt ihr so eine Signierrunde gemacht? Ihr seid doch, glaube ich, ihr habt verschiedene Termine gehabt zur Veröffentlichung und dann eben auch Signiertermine in diversen Städten. Wie lief das so, was für Erfahrungen hast du gesammelt? Wie war das Feedback von den Lesern? Das war super. Ich hatte ein bisschen Schiss davor, dass irgendwie alten, eingefleischten Lucky Luke-Fans jetzt sagen: Oh nee, der, also klar, es gibt ein paar Facebook-Leute, die dann schreiben: Nee, der sieht komisch aus, die Nase, den werde ich mir immer nicht anschauen. Es gab auch ein paar Leute, die geschrieben haben, ja, fanden sie erst doof, aber die Geschichte fanden sie dann doch super und so. Und es gab noch einen Beitrag am NDR, da hatte der Redakteur, was ich ganz, ganz gut fand, war einfach mal im Comicladen, einfach von Kunden, die es schon mit zu tun hatten, so O-Töne eingefangen. Und die waren alle erstmal irritiert von der Nase und sieht ein bisschen komisch aus und so. Und das war auch völlig gerechtfertigt, aber sonst so im privaten Gespräch. Kann sein, dass jemand hinter meinem Rücken da tuschelt, ist auch völlig okay, aber erstmal gab es positives Feedback, ja, was mich sehr erleichtert.
glaube ich. Das glaube ich gern. Dann würde ich gerne noch ein paar Sachen wissen wollen, wenn wir vielleicht auch dann mal zu anderen Themen kommen wollen. Du hast nämlich auch bei einem Musikvideo mitgearbeitet, ein Thema, das jetzt gar nicht so diesen Comic-Bezug hat, denn du warst mitverantwortlich bei dem Video von der Band Wir sind Helden, mit dem Guten Tag-Video. Das hast du wohl mit produziert. Vielleicht kannst du da ein bisschen erzählen, wie lief das eigentlich, was ist das eigentlich und warum hast du das gemacht? Mit produziert klingt ein bisschen übertrieben. Also ich hatte zu Hochschulzeiten als Praktikumssemester in einer Musik, in einer Videofirma gearbeitet und die Ton von mir festangestellt waren und da animiert haben und Trickfilme gemacht haben und so. Und da kam eines Tages dieses Jahr immer so eine neue Band, die kennt noch keiner, die kommt ganz groß raus. Die hatte so eine Gitarre und so. Und die hat anscheinend nicht riesen Etat fürs Video und die haben einfach eine Band im Proberaum 1000 Fotos geknipst und dann sollten diese Fotos so wie bei Bravo Fotograf Story so sprechbar reingebaut werden. Und warum machst du Comics, kannst du noch nicht mal in die Fotos so sprechbar reinbauen, so passen auch wieder so zack, rumhängen. Das habe ich gemacht, das war so zwei, drei Jahre Arbeit. Kann man mal die Band ins Studio, mal gehändigt schütteln, ich weiß nicht, ob die Juli-Tour-Fans auch dabei war, aber ich habe da nicht groß dran geglaubt. Der Song war ganz nett, aber dann, aber als der dann sozusagen ein paar Wochen später wirklich in meinem Automaten lief, war ich dann auch den Eindruck, ja. Der ist halt, also ich glaube, die Schwedelbühne waren alle aufwendiger und so, und, aber das war witzig, ja. Aber ich habe jetzt, also ich war wirklich nur als Ex-Praktikant, da gab es ein bisschen Taschengeld für und ich habe da ein Wochenende durchgearbeitet und ein paar Sprecher was eingesetzt und so. Also die Ideen waren alles in anderen Leuten, ich war sozusagen gar nicht so umsetzen da letztlich auch. Genau, ja. Sind da irgendwelche Folgeaufträge draus erwachsen? Wann kommt das nächste Video? Nee, wir haben für die nochmal, nicht für die Helden sollte mal ein anderes Video gemacht werden, so mit Street Art, wo so an Häuserwänden was digital angemalt werden sollte, dann konnte ich leider nicht. Ich habe noch für ein, zwei andere Bands was gemacht, aber leider nicht so angeordnet. Jetzt habe ich gerade ein Video bezeichnet für die höchste Eisenbahn, falls man kennt, so eine deutsche Band aus Berlin, das kommt, glaube ich, dann so im August raus. Okay, ja, das ist klar. Das macht schon ganz schön Spaß, ein bisschen in diese Musikwelt reinzuschlummern, weil ich eins meiner ersten Bücher, da geht es auch meine Zeit in einer Schülerband, also ich meine, also fast alle Comic-Leute sind irgendwie Musik, entweder sind sie DJ nebenbei oder spielen in irgendeiner Band, und da gibt es, glaube ich, sehr viele Überschneidungen zwischen der Comic-Szene und der Musikband, was ich sonst auch halt sehr viele Comic-Musik-T-Shirts hier mit Freddie Mercury zum Beispiel hier als, wie heißt der Name? Schröder. Das T-Shirt, ja. Gibt es auf jeden Fall Überschneidung, glaube ich. Von daher also macht es mal Spaß, in diese Musikwelt reinzuschnuppern, aber ich bin trotzdem mit der Comic-Welt sehr zufrieden. Es ist weniger Neidmist, es ist weniger Geld, alles empfindlicher. Spielst du selbst Instrument? Bist du auch musikalisch auch? Ja, ich mache auch so ein bisschen Musik. So. Okay. Als Vorbild. Kann man das irgendwo hören, sehen? Müssen wir auch mal noch Werbung machen? Ja, aber jetzt nicht so öffentlich. Okay, wäre so ein kleiner Stil. Wenn man sich deine Werke anschaut, dann ist es halt, was mir immer sofort auffällt, und das ist, glaube ich, eben auch typisch wie viele deutsche Comics, ist, dass es eine komplette One-Man-Show ist. Von dir kommt die komplette Story, als auch die Zeichnung. Da gibt es nicht diese zum Beispiel in den Staaten ja auch übliche Trennung einfach zwischen dem klassischen Autoren und dem Zeichner. Ist das eine Doppelbelastung für dich? Ich glaube, es wurde anders gefragt, ist es für dich vielleicht mal in den Sinn gekommen, deine Arbeitsteilung mit dem Kollegen zusammenzumachen? Ja, habe ich schon mal überlegt. Es gab auch noch ein, zwei Projekte. Ich habe mit Flix mal eine Kurzgeschichte gemacht. Wir haben sogar abgewechselt mit dem Zeichner und so. Es hat schon Spaß gemacht und so. Es ist halt Vor- und Nachteil. Du bist halt einfach effektiver und schneller und kannst mehr entscheiden. Und ich sage halt immer, es gibt eine Menge Leute, die können besser zeichnen als ich. Und eine Menge Leute können sich bessere Geschichten ausdenken. Es gibt halt wenige, die sozusagen beides können. Und das ist dann letztendlich ist die Gewinnspanne so schön nach Geld ist, aber einfach weniger Zeit. Und ich hatte das alles mit mir selber auch, solange ich noch genügend Ideen habe und mich zu fordern zum Zeichnen, so lange mache ich es erstmal nicht so weiter. Aber ich hätte auch zwischendurch mal Lust, mal für einzelne Projekte mal zusammenzuarbeiten, habe ich dann gerne mal. So offen für, alles klar, machen wir Werbung für. Aber du hast gerade den Flix angesprochen, mit dem du ja zusammen, ihr wechselt euch ab, soweit ich das weiß, im Tagesspiegel auch Veröffentlichungen machst, Zeichnung. Was genau ist das und vor allem, wie kommst du daran, was für Inhalte werden da geboten? Nicht jeder von uns liest den Tagesspiegel, vielleicht magst du mal erzählen, was du da genau tust. Das kann man hier in diesem großen Buch sehen, das Image Collection, das sind die ersten 9 Jahre von dieser Tagesspiegel-Serie, die jetzt nach 13 Jahren eingestellt wurde.
die haben damals erkannt, dass eine große Zeitung in Berlin, die aber auch überregional teilweise gelesen wird, und die haben am Wochenende eine große Sonntagsbeilage, wo hinten auf der letzten Seite so ein paar kleine lustige Texte regelmäßige. One-Pager? Nee, nicht Comics, was die anderen schreiben. Achso, Kolumnen? Genau, in Kolumnen auftauchen. Und wir machen das sozusagen Comic-Kolumnen. Und wir waren ursprünglich vier Leute, waren zum Schluss noch vier Leute, die wurden alle ausgetauscht. Ich war der Einzige, der jetzt, also Flix hat es clever gemacht, der hat sozusagen sich zweimal ein Thema rausgeguckt. Einmal ging es das, da war mal was, wo sozusagen Anekdoten von Leuten aus DDR und westdeutschen Geschichten gesammelt hat und da so jeweils eine Seite gemacht hat. Dann später alles schon als Buch rauskam bei Thales und danach hatte er auch die Serie Schöne Töchter, die auch als Buch rauskam. Ich wollte mich dann nicht so auf eine Serie festlegen und weil ich einmal mal abwechselnd ausprobieren wollte, auch mit grafischen Themen, fiktive Sachen. Also wenn man sich das Buch durchguckt, das ist eine sehr bunte Mischung von verschiedensten Stilen und so und einfach so ausgewählt, damit es mir selber nicht langweilig wird und den Leser auch nicht auch. Die Serie wurde jetzt leider eingestellt nach 13 Jahren und zum Glück gibt es dieses Buch noch. Das ist ein sehr schönes Coffee-Table-Buch, leider auch so teuer, aber dafür auch sehr groß und sehr, sehr gut. Sehr schick auch gemacht. Layoutest du die Bücher selbst? Genau, also ich kann nicht Layout, ich kann dieses Layout-Programm, sowas kann ich nicht, ich kann nur Photoshop, aber ich lege sozusagen die Seiten alle so an und da schreibe dann den Grafiker, der es ganz lang machen muss, ganz lange E-Mails, bitte auf der Seite macht das eine Bild, drei Bilder da rumsetzen und das dann überhaupt dann die Schrift und so. Aber sozusagen alles, was an grafischen Elementen drin ist, ist alles von hinten gemacht. Okay, cool. An der Stelle vielleicht nochmal schon mal die Frage. Gibt es schon Fragen aus dem Publikum? Ich würde einfach mal das Mikro weiterreichen. Danach dahinter. Ich wüsste gerne was zum Thema Fahrrad. Das taucht ja recht häufig bei dir auf. Mhm. Hast du so die Absicht, auch dafür zu werben, dass man Rad fährt? Oder liegt das einfach daran, dass du, wenn ich das richtig erinnere, schon auch im frühen Comics immer über dein Fahrrad gesprochen hast? Gezeichnet hast. Es muss einfach ein Thema sein, wo ich selber Bock drauf habe und das war in dem Fall, dass das Fahrrad jetzt in dem Wilden West-Thema wurden, glaube ich, alle Themen schon bearbeitet. Ich habe vom Verlag eine Kiste geschickt bekommen, wo alle Lakoniken alten Gründe, das hat schon einen Lohn dafür. Aber jetzt, ich glaube, dem offiziellen Team fällt auch nicht Neues mehr ein. Also in dem offiziellen letzten Band reißt er nach Paris und so. Also, und ich glaube, die Wilden West-Themen waren abgearbeitet. Wir mussten ja also selber ein neues Thema suchen und es musste aber sein, wo ich selber Bock drauf habe. Ich wollte zuerst was machen mit deutschen Auswanderern in Amerika, aber es war so ein schweres, ernstes Thema. Der vorletzte offizielle Band mit den jüdischen Auswanderern war so ein bisschen ähnlich. Da habe ich dann wieder das Fahrradthema mir rausgesucht. Und ich, wenn ich sozusagen mit jemandem Bock aufs Fahrrad wieder rausholen gemacht habe, freut mich das natürlich sehr. Ich bin ein großer Fahrradfan. Wir haben da hinten und dann reichen wir weiter. Das wäre großartig, aber sozusagen der Schein ja pro Jahr nur 12 Strips, weil ich sozusagen nur alle vier Wochen rauskommen. Von mir ist das wäre sozusagen ein sehr viel dünneres Buch als das. Und leider verkaufen sich diese Sammelbände mit den Kurzgeschichten nie so gut wie die Bücher mit einer durchgehenden Geschichte. Das ist leider so. Kann man nichts dran ändern und von daher, wenn jetzt alle Leute dieses Buch heute noch kaufen, überlegen wir es. Das ist vielleicht noch mal. Du sagst, Kinder haben das jeder ein bisschen auf den Energien. Nicht nur, also sagen wir mal, von dem Buch sind 30% auch nur kaufen, das ist Fiktion. Und welche Figur entspricht da aus Kinderland, spricht am ehesten dir oder was ist quasi die auf mehrere Figuren aufgeteilt? Nee, das ist schon ganz eindeutig der Mirko, also diese Hauptfigur, wo man auch ein bisschen von der optischen Form erkennt, dass der so von diesem Hase abgeleitet ist. Und das ist ja auch der Übermann sozusagen, dieser Fahrradkonstrukteur, den der Lagnut beschützen muss. Und der Lagnutband ist ja auch dieselbe Figur eigentlich. Also ich bin da, also entweder bin ich ein bisschen faul oder ich versuche einfach ganz, ganz clever für meine Figur Werbung mit reinzuschummeln. Okay, vielleicht müssen wir an die Dame hier vorne. Ich habe eine Frage zum John Jumper. Also der ist auch im französischen Comics einer meiner Lieblinge und der hat auch, wirkt auf mich immer so fast ein bisschen aristokratisch und du hast ihn jetzt, finde ich, unglaublich gelungen, ganz neues, sowohl Gesicht als auch im Charakter,
Und das würde mich jetzt einfach interessieren, wie du dich den John Jumper genähert hast. Okay. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass ich den von allen Figuren am unsympathischsten finde. Weil er halt so abgehoben und auch kackt. Also, weil er halt, also, egal was passiert, er ist halt nie am echtsten schönen Schwitzen. Er ist halt immer so, hat immer so einen coolen Spruch auf der Lippe. Und meine eigene Figur sind halt eher so die User-Typen, die halt sehr leicht ins Schwitzen, der gerade alles schwerfällt und so. Von daher muss ich, also, dasselbe gilt ja auch für halt einen Blut, der auch sehr, sehr cool ist. Aber der geht uns nicht aus den meisten Situationen, wenn so einen coolen Schuss rausretten kann. Deswegen war es ganz praktisch, dass der dann nicht mal in so eine neue Situation reingelegt, wo er sich noch nicht so auskennt, wo er auf den ersten Seiten sich noch ein bisschen abstrampeln muss und was. Und das Wort ist bevor er gefahren, einigermaßen vertraut wurde. Und Johnny Jumper, sozusagen, der plötzlich sozusagen keine Funktion mehr hat, auch mal ein bisschen rudern muss, um wieder mit ins Spiel zu kommen. Also ich dafür, dass ich den eigentlich am liebsten vermeiden wollte, ist er doch, taucht er doch ziemlich oft dann auf in den Buch. Das Ende ist ein bisschen sehr klamaurig, da hätte ich gerne noch irgendeine tiefgründige Wende irgendwo gefunden, aber da fiel mir nicht mehr ein. So tiefgründig finde ich es gar nicht. Die Pferde wurden ja dann tatsächlich irgendwann, als es auch nie kam, ausrangiert. Und wenn man halt nicht mehr Ahnung überlegt, ich finde es gar nicht so schlecht. Okay, danke. Also ich meine, das Fahren ist jetzt nicht wirklich eine Konkurrenz für das Pferd, weil ich meine, da ist das Kräfteverhältnis noch klar auf Seiten des Pferdes, gerade in den Zeiten des Wilden Westens. Also eine Fahrt ohne richtige Straße ist auch jetzt nicht so richtig hilfreich. Also, ja. Danke. Ich danke dir. Mir hat interessiert, uns für die Bände des NAWs dann von diesen 95 Bände, was jetzt gibt, ob es da Lieblingsbound war. Ach so, okay. Das sind auf jeden Fall die von Goschini und Morris haben zusammengeschrieben, also aus der guten alten Zeit und so. Also da waren die Zigaretten immer geht mir nicht darum, dass es, sondern es geht mir darum, dass sozusagen Morris da auf der, also Morris war als Zeichner immer super, also, wobei ich von Morris die Schrebenlachen besser finde, als der Strich so nicht eingegroovt war. Und es war mal halt die große Zeit, wo sozusagen Goschini auch sozusagen die Asterix und die besten Ideen abgeliefert hat, der ist ja leider ein bisschen zu früh gestorben und ich habe selber nur drei Alben zu Hause, weil ich nicht so gerne Comicsammler bin oder weil ich weiß, ich kann eh nicht alle zusammensammeln, die ich gerne hätte. Und wenn ich aber eins von den Alben rumliegen sehe, dann lese ich die alle gerne. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, welche meine Lieblingsalben sind. Die Filme finde ich ganz schrecklich, weil sozusagen, wenn du als, also ich bin ja selber Zeichner und als Zeichner guckt man sich Zeichenstile anders an als vielleicht ein normaler Leser. Und sozusagen, ich gucke mal jede einzelne Linie an und bilde mir vielleicht auch ein, jetzt einen Unterschied zu erkennen, zwischen Haché und Morris. Da steht wirklich jede Linie, jedes Ohr, jeden Fingernagel eins zu eins zu nachmalen. Dann guckt man ganz genau auf diesen Stil. Und die Trickfilme sind halt, ich weiß nicht, ob ich das erste Mal sehr fasziniert war, als im Fernsehen weil ich genug animiert belegt gesehen habe, weil sozusagen ist schon halt geil, wenn du dann den Comics als Film siehst, aber ich war sofort abgeschreckt, weil der zeigen sie natürlich, dass das sind dann irgendwelche Tuschknechten sozusagen in einem Fließband und diese Serie halt nachmachen. Der natürlich nicht jede Figur dann so aus wie ein Horn gemacht. Das ist dann so ein bisschen beigezeichnet, so ein bisschen rundgelutscht und so. Das sind halt einfach Leute, die das als Job machen und Morris hat es halt als Berufung wahrscheinlich gemacht. Ja. Also ich muss auch sagen, ich war sehr positiv überrascht von dem Lucky Luke und die Frage jetzt gleich, wann kommt der nächste Western von dir? Eine eigene Western-Serie? Nee, ich mag, also meine eigenen Bücher sind schon alle so mehr in der Jetztzeit, also angesiedelt. Es wird auf jeden Fall, glaube ich, nochmal ein Fahrrad-Road-Movie geben, der dann aber 2-3 Jahre vielleicht, der dann eher in Brandenburg oder Mecklenburg angesiedelt ist, als jetzt in den Westen und so. Hat auf jeden Fall mal Spaß gemacht, diese Westernwelt reinzuschnuppern, die ist war vor allem ganz angenehm, weil die doch ein bisschen leichter zu zeichnen ist, als jetzt vielleicht, was jetzt sich jetzt Flix mit dem Spur vorgenommen hat, weil so eine, du musst dann alles nur aus Stein und Holz malen, du musst keine komplizierten neurologischen Geräte malen. Diese Western Canyons sind alle sehr schön stark vereinfacht und so. Es gab noch mit dem Trend in dem Buch noch ein bisschen Probleme, weil dann dem Redakteur auffiel, dass er die Landschaften gar nicht den Landschaften entsprechend entdeckt hat, wo er sich jetzt laut der Karte da befinden müsste. Und gab es erstmal die Ansage, dass ich halt diese ganzen großen Landschaftspanorama-Panels alle umarbeiten müsste, weil in Arizona, wo auch immer gerade sein müsste, das so aussähe. Und
haben uns dann zum Glück darauf geeinigt, dass wir einfach fiktive Ortsnamen aus dem sonstigen Kosmos da einbauen und uns dann offen lassen, wo genau der jetzt dann gerade ist. Naja, bei den Norwegen ist der Hintergrund aus der Schweiz insofern. Okay. Ich habe auch noch jemand auf der Vortragsausgabe, ist auch noch eine Südwestlandschaft eingebaut, kennt die jemand so gehört? Das Arches National Park, oder? Kenne ich gar nicht. Was ist das? Ich glaube, das ist in Utah oder so, oder ist das in Europa? Das ist in Europa, eine halbe Stunde von Dresden entfernt, in der tschechischen Schweiz. Da gibt es das Predestor, also eine so eine kleine Felsformation, sieht aus wie Marlboro Country in kleiner Form. Ich war zwar einfach mal 5 Tage in San Francisco, aber sonst natürlich nie in Amerika. Und ich fand es witzig, so wie das Karl May wahrscheinlich gemacht hat, einfach mal so ein bisschen Europa zu fahren. Aber, ja. Bin die alten DDR-Wester, cool. Genau. Was kannst du mal sagen, Alexander, und ich komme Leser. Wie sieht es denn aus? Was hast du zuletzt gelesen, was vielleicht nicht von dir selbst stammt? Hast du eine aktuelle Empfehlung? Was für einen Comic hast du zuletzt, für einen guten Comic hast du zuletzt? Ich musste sehr viel witzigerweise lesen. Ich war eingeladen bei der Comic-Radio-Talk-Show von Internet von Sinn, die wir sozusagen literarische Quartette machen. Und da musste ich einen ganzen Stapel an Sachen lesen, die ich sonst nie gelesen hätte. Unter anderem Umbrella Academy, also so Superhelden-Sachen, die jetzt sehr fern sind. Das fand ich dann richtig gut, als letztes Mal. Das allerletzte weiß ich jetzt nicht, aber was ich mal sehr gut fand von Michael Ross, das, wie heißt es doch gleich? Der Unfall? Genau, der Unfall fand ich super. Es sieht aus wie von Franzosen gemacht, was ich per se schon mal gut finde. Ich bin großer Fan von Ferdinand Lutz, der hat bei Blinden und diese Kindercomic-Reihe QRT gemacht und dann auch diese anderen Geschichten. Rosa Blues, sozusagen zwei Kinder in so einem Schloss, weil Schwänze sind eher Geschichten für Comics, aber die sind, also ich meine, Lucky Luke und Asterix waren ja auch Comics, die sozusagen für Kinder und für Erwachsene kleiner Basisgeld haben. Also meine Lieblingssachen erscheinen meistens so bei Abant Verlag und bei Leben und so. Ja, kann man sich mal gerne umkommen, die könnte es auch gerne nochmal am Stand machen. Also die Graphic Novels mit einer größeren, längeren Geschichte und die zum Beispiel kleine Heftchen. Comics mit einer Geschichte, die bereitsam und lustig und trotzdem auch vielleicht ein bisschen tief gerne sehr. Hast du irgendwie eine bevorzugte Sprache? Ich habe jetzt immer mehr Leute kennengelernt, die müssen alles in Originalsprache lesen, Übersetzungen sind ganz schwierig. Ist das für dich ein Thema oder liest du vor allem die deutschen Ausgaben? Ich kann halt nur Deutsch und Englisch und ich habe mir aber schon einige französische Comics gekauft, einfach weil ich wusste, dass die nie auf Deutsch rauskommen werden und wo ich anhand der Bilder schon mal so ein bisschen die Geschichte verstehe. Also zum Beispiel von Riazatouf finde ich super, der Arm der Zukunft. Das ist leider nicht beim Comicverlag erschienen, ich glaube bei Knau oder sowas. Und das ist eine super, super Reihe von, das ist ein Zeichner mit französisch-arabischen Wurzeln, der ist nicht nur her, ich glaube, der ist aber auch wachsen in Frankreich und Syrien und Libanon, Tunesien irgendwie so. Und es ist eine sehr spannende Geschichte, aber auch sehr lustig und brutal. Aber es ist ein sehr guter Comic, der mich auf jeden Fall nicht kalt lässt. Und von dem habe ich auch ein paar Bücher von den alten Sachen auf Französisch gekauft. Ein schönes Buch, wo so ein paar junge Leute, also ich liebe so Coming of Age Geschichten, so Teenager-Geschichten, wo junge Leute am Strand in Frankreich Urlaub machen und dann zieht nebenan eine deutsche Familie ins Zelt ein und der französische Zeiger hat den Deutschen über halt einfach unser Nonsensdeutsch in die Sprechblase reingeschrieben. Also irgendwie Textzeilen aus irgendwelchen Rammstein-Songs. Sprechblase, dort steht Heinz, ich klug bei der Schloss. Also was überhaupt keinen Sinn ergibt, aber du verstehst, dass sich die Franzosen, das sollten Deutsch klingen, so total. Und die sind auch alle gerne. Die sind blond, die jetzt haben meine Zöpfe und irgendwie finden die französischen Musen trotzdem spannend und so. Also, das ist ein sehr lustiges Freund, das man noch mehr Spaß macht, wenn man es reichlich erklären kann. Eine Frage vielleicht noch zum Schluss, das halt, neigt sich dem Ende. Wir haben ja noch im 12. noch den Signiertermin, nochmal der Hinweis, wer möchte, sollte auf jeden Fall vorbeischauen. Ganz genau. Was mich persönlich interessiert, die Frage digitale Comics. Ist das für dich als Künstler und auch als Leser ein Thema? Kannst du dir vorstellen, deine Werke selbst digital zu veröffentlichen? Gibt es sie vielleicht? Ich habe es einfach nicht mitbekommen. Und bist du selbst jemand, der auch digital liest? Es gab mal den Versuch damals mit dem Weißer Lampe, das ist eines von meinen alten kleinen Büchern, das gab es mal digital zum Download, das iPhone glaube ich immer. Da haben wir irgendwie nach einem halben Jahr die Zahlen bekommen, da wurden, glaube ich, 7 Stück runtergeladen. Einer von
kenne ich. es ist schon natürlich interessant, die Technik, weil es gibt ja so ein paar geile Sachen, dieses, heißt das? Guided View? Warm World, also wo halt so Sachen animiert werden oder wo nochmal, die technischen Möglichkeiten sind schon spannend, aber was ich halt doof finde, dass es halt nie eine Plattform gibt, wo sich alle drauf einigen können und ich glaube, es ist eh schon genug Konkurrenz von den ganzen Handyspielchen oder YouTube-Filmchen zu den klassischen Comic-Büchern. Und von daher, ich finde das Geile ist halt, wenn du brauchst halt keine Batterien, du brauchst halt kein Internet und kannst unterwegs lesen. Und es klingt total spießig und altmodisch. Und die Bücher werden es auf jeden Fall ein bisschen schwerer haben in Zukunft, aber ich glaube, ganz aussterben werden sie oder sonst auch nicht. Auf gar keinen Fall. Ich danke vielmals für deine Zeit, Marvin, und ich wünsche dir noch ganz, ganz viel Erfolg. Spaß. Vielen Dank. Okay.